Servus Monsterhunter-Freunde, willkommen zu diesem richtig coolen Video. Heute gibt es ein sehr geiles Unboxing und zwar von dieser sehr großen T-Rex-Statue. Capcom macht nicht nur die Spiele, sondern auch sehr coole Statuen. Und die sind teilweise auch sehr teuer. Die kostet zum Beispiel um die 150 Euro. Und ich habe gedacht, wir schauen uns zusammen mal dieses Produkt an, packen es aus, schauen uns die T-Rex-Statue im Detail an. Ob eben das Teil 150 Euro wert ist, bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend. Die T-Rex-Statue, die ihr jetzt hier seht, kam Mitte Mai in Deutschland raus. Das Video ist natürlich jetzt ein bisschen später zeitverzögert, denn ja, so ein Unboxing ist komplett neu für mich. Ich musste neue Hardware im Endeffekt kaufen und muss mich da auch so ein bisschen rantasten. Das ist jetzt hier eine neue Videoreihe. Ich habe nämlich vor, die ganzen Statuen von Capcom zu kaufen, die großen und die kleinen, und im Endeffekt immer so ein Unboxing-Review über diese Statuen zu machen. Ich denke, das ist auch eine coole Sache auf dem Kanal. Könnt mir gerne Feedback geben in den Kommentaren, ob ihr mehr so Sachen sehen wollt. Auch natürlich einen Daumen da lassen. Dann sehe ich es natürlich auch, dass euch diese Videoreihe gefällt. Ich hoffe, die Qualität passt auch. Ich weiß es nicht. Das ist, wie gesagt, das erste Video jetzt. Ich werde mich natürlich mit der Zeit verbessern, wie man Unboxing-Videos macht. Könnt auch gerne auch hierzu einfach in den Kommentaren ein bisschen Feedback geben, was ich eventuell noch verbessern könnte. Bevor wir den T-Rex auspacken, würde ich erstmal sagen, wir schauen uns den Karton an, denn der ist echt sehr geil designt auf Oldschool Monster Hunter. Man hat hier einmal das Sichtfeld. Es hat auch einen sehr coolen Effekt, das zeige ich euch gleich. Wenn man jetzt frontal drauf guckt, sieht man auf der linken Seite die T-Rex-Figur, die ist wirklich sehr scharf abgebildet. T-Rex steht natürlich auch noch mit drauf in blau. Man sieht unten rechts, dass die Statue von Capcom ist. Und wenn man nämlich den Karton einmal dreht, sieht man nämlich, dass das hier so ein riesiges Stein- oder Backsteintor einmal ist. Und in das kann man im Endeffekt reingucken und sieht schon mal die T-Rex-Figur. Kann sein, dass es bei euch ein bisschen mehr spiegelt durch die Kamera, dass ihr nicht wirklich schön reingucken könnt. Oben steht auch nochmal fett T-Rex drauf. Wenn wir uns die Seite anschauen, ist ebenfalls nochmal die Figur abgebildet, ein bisschen dunkler. Sieht wirklich auch gut aus, ebenfalls der gleiche Hintergrund, so eine Backsteinmauer. Man sieht auch jetzt hier außen diese, diese Verzierungen von den älteren Monster Hunter Teilen. Gibt es teilweise auch noch bei Monster Hunter World. Bei den alten Teilen hat man es aber besser gesehen oder Capcom hat sie öfter verwendet. Hier sieht man im Endeffekt die Rückseite, hier gibt es so ein paar kleine Details, natürlich alles auf Japanisch. Hier sieht man den Kopf nochmal im Detail. Also der Druck ist wirklich sehr hochwertig von diesem Karton. Gestochen scharf, diese kleineren Details, ihr seht sie gleich auch nochmal etwas näher in der Kamera. Und ja, der Kopf ist abgebildet, die Beine und auch ebenfalls auf der rechten Seite nochmal der Kopf und einmal die gesamte Figur, um eben zu sehen, was sich in diesem Karton drin befindet. Die rechte Seite sieht, oder die andere Seite sieht im Endeffekt auch nochmal gleich aus. Nichts Besonderes, ist genau das gleiche Bild rechts und links. Und auf der Unterseite gibt es im Endeffekt gar nichts, einfach nur schwarz. Ich würde sagen, wir packen dieses schicke Teil jetzt aus. Wir müssen hier drei Kleber entfernen. Ich habe extra mein bauermäßiges Messer ausgepackt. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. So, erstmal den ersten Kleber. Den zweiten Kleber ist auch alles noch original verpackt. Ich hoffe, es passiert kein Fehler bei der Aufnahme. Ansonsten wäre es natürlich richtig bitter. So, wir haben im Endeffekt jetzt alles offen. Man macht den Karton von hinten auf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt ganz gut. Oh je, eher schlecht. Oh, sehr schlecht. So. Karton ist von hinten jetzt geöffnet. Wir klappen das einmal nach vorne. Ich habe noch zweimal hier rechts, links etwas. Oha. Dann hier nochmal einmal aufklappen. Cool, da ist sogar ein Hintergrund drin. Den können wir uns gleich im Detail anschauen. Wahrscheinlich passt das perfekt zur Statue. Ich drehe das Teil jetzt hier nochmal um. Ich hoffe, wir können das hier ein bisschen runterknicken. So, und dann holen wir als allererstes mal schauen, ob das alles auf einmal rausgeht. Ja, das geht alles auf einmal raus. Gut verpackt, wirklich absolut wackelsicher. Ich nehme den Karton mal ganz kurz weg, den schauen wir uns gleich nochmal von innen genauer an. Und hier haben wir jetzt die T-Rex-Statue. Mal schauen, wie das gute Stück hier aufgeht. Es ist aber nicht zusammengeklebt. Aber Plastik gegen Plastik hält schon richtig gut. Doch, es ist zusammengeklebt, sehe ich gerade. Das ist natürlich jetzt der Vorzeigeeffekt. Und zwar haben wir hier auf den Unterseiten etwas Tesafilm dran. Einmal gelöst und noch einmal gelöst. So, jetzt geht das Ganze auch ab. Ich muss ehrlich sagen, die Statue sieht schon sehr, sehr cool aus. So, jetzt geht das hier wirklich wunderbar. So, den ersten haben wir ab. Das nehmen wir mal weg. Und jetzt ist er nochmal separat verpackt. Wirklich sehr süß von Capcom gemacht. Wir nehmen jetzt hier mal die hintere Folie weg. Dann einmal den rechten Flügel.
Und ich weiß gar nicht, ist der linke Flügel auch noch einzeln verpackt? Jo, der ist sogar auch einzeln verpackt, also sehr gut verpackt. Und wenn ich jetzt hier schon drauf gucke, ich weiß nicht, wie gut ihr seht, ihr kriegt gleich nochmal Nachaufnahmen, muss ich ehrlich sagen, das sieht schon hammermäßig aus. Sehr krasse Details. Ich fasse jetzt hier einmal so an. Und hier haben wir jetzt im Endeffekt die T-Greg-Statue. Heftig. Sieht schon wirklich sehr cool aus. Die Stadt, also der T-Greg selber, hat sehr krasse Details. Wir schauen sie uns gleich nochmal im Detail an, wobei der Boden nicht so krasse Details hat. Es fühlt sich aber auch so an, als wäre der Boden aus einem anderen Material wie der T-Greg selber. Denn der Boden ist etwas weicher, den kann man so leicht reindrücken, finde ich. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Teil jetzt mal ganz kurz im Detail an. Ich hoffe, der kleine T-Greg-Spawn mit der Musik hat euch gefallen. Wenn ich jetzt hier die Statue vor mir betrachte, muss ich ehrlich sagen, die Pose, die der T-Greg hier auf der Statue hat, gefällt mir schon sehr, sehr gut mit den Flügeln. Man sieht den kompletten T-Greg sehr schön. Die Flügel sind ausgebreitet, der Schwanz geht so in der Höhe. Bedeutet, wenn man diese Statue von vorne anguckt, sieht man den kompletten T-Greg, den Kopf, die zwei Flügel und eben hinten noch den Schwanz. Das hat Capcom sehr schön gemacht. Die Platte selber unterscheidet sich sehr gut vom T-Greg. Ich hoffe, das sieht man jetzt hier im Video. Wenn man unten diese Platte anschaut, ist sie ja so matschiger. Sie hat so eine matschige Optik. Glänzt viel mehr als der T-Greg selber. Wenn wir uns den T-Greg anschauen, er hat sehr viele Details und man erkennt ihn wirklich 1A. Wenn wir bei den Flügeln anfangen, sieht man die ganzen Adern auf den Flügeln und natürlich der restliche Körper ist komplett von Schuppen bedeckt, überall wirklich sehr schön eingeritzt oder eingraviert, ja, ich würde sagen eher so eingeritzt, sieht wirklich sehr schön aus. Von der Farbe her passt es natürlich auch perfekt. Die Flügel sind so etwas dunkler, die glänzen auch ganz wenig. Der Körper ist wirklich komplett matt, gelb-braun gehalten. Und dann haben wir diese typischen T-Greg-Blauanteile. Der Kopf ist wirklich sehr stark blau vorne. Wir haben an den Flügeln oder an den Spitzen von den Flügeln jeweils links und rechts auch noch einen Blauanteil. Und dann zieht sich natürlich diese blaue leichte Musterung komplett über den ganzen Körper und die Beine. Und natürlich vorne an den Flügeln, die Krallen sind schwarz gehalten. Der Mund ist vorne pink im Endeffekt drinnen. Es sieht wirklich sehr gut aus, was man auch am Kopf sehr oder wirklich gut sieht, ist, dass der T-Greg nicht aus einem kompletten Modell ist oder wie soll man das sagen, aus einem Stück, sondern er setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. So wie ich das sehe, ist eben der Unterkiefer, der Oberkiefer einzeln und das steckt dann auf dem Hals drauf. Meiner Meinung nach sind die Flügel ebenfalls noch einzeln und auch zusammengesteckt. Das sieht man wirklich in der näheren Betrachtung. Ich würde mal behaupten, dass der T-Greg aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aus ungefähr 8 Teilen besteht und dann natürlich noch aus dem Untergrund. Ich muss ehrlich sagen, dass so länger ich diese T-Greg-Statue betrachte, umso besser gefällt sie mir. Am Anfang war ich jetzt nicht so der Fan von diesem matschigen, glänzigen Boden. Wenn ich mich zurücklehne und sie einmal im Kreis drehe und so, ist das schon ein sehr geiles Gesamtbild. Die Details sind auch sehr cool, auch vom Boden her. Wobei der Tigi ein bisschen mehr Details hat als der Boden. Das ist aber auch vollkommen okay und sollte auch so sein, denn macht natürlich keinen Sinn, wenn der Boden detailreicher ist als die T-Greg-Figur selber. Wenn ich diese Statue mit zwei anderen Statuen von Capcom vergleiche, ich bin natürlich da ist ein kompletter Anfänger. Ich besitze nur Capcom-Statuen und kann natürlich keinen Vergleich zu anderen Statuen oder anderen Figuren im Endeffekt herstellen, die von der Verarbeitung und vom Preis sind. Falls da jemand von euch mehr weiß, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Monster Hunter-Figuren zu teuer findet oder ob ihr sagt, 150 Euro sind wirklich vollkommen okay für diese T-Greg-Statue. Hier haben wir jetzt im Endeffekt die Clavenus-Figur. Sieht sehr cool aus, gefällt mir wirklich sehr gut, hat aber keinen schönen Boden. Auch sehr schöne Details, werde ich auch nochmal separat in einem Video vorstellen. Das ist, glaube ich, die 15. Version von so einer Box. Da sind 6 Figuren immer drin und die sehen ultra auch, das sind so ultra coole Figuren, ultra coole Monster im Endeffekt. Deswegen möchte ich euch das ja auch noch vorstellen. Im Vergleich ist natürlich die Clavenus-Figur
viel, viel kleiner. Die Tigi ist größer als meine Hand und ja, von den Details auch wirklich nochmal einen Tick besser. Und ich glaube auch vom Material ist die Tigi-Version ja, anders, ein bisschen aufwendiger. Wenn ich aber jetzt die Statue vergleiche, die Tigi-Statue zur Gormagala-Statue, die habe ich damals von Steffi geschenkt bekommen. Das ist die deutsche Community-Managerin, dass ich immer Monster Hunter-Videos bringe, im Endeffekt das Spiel supporte. Ein mega geiles Geschenk, hat mich wirklich sehr gefreut, war meine erste große Statue. Der Tigi ist im Endeffekt die zweite. Muss ich ehrlich sagen, dass die Gormagala-Statue mir nochmal einen Tick hochwertiger erscheint. Das Monster selber ist genau gleich hochwertig, also der Gormagala sieht gut aus, aber auch der Tigi. Tigi ist sogar noch mehr bemalt als der Gormagala. Der Boden vom Gormagala gefällt mir aber einen Tick besser, und was wirklich auffällt, ist das Zusammenstecken der Figur. Beim Tigi sieht man wirklich sehr oft, man sieht sehr, also sehr gut, wo er zusammengesteckt ist. Gerade beim Kopf ist es ein bisschen unglücklich, da guckt man am meisten hin und es fällt halt leider auf. Beim Gormagala, finde ich, sieht man nicht wirklich, aus wie viel Teilen er besteht. Das ist da Capcom um Welten besser gelungen. Ich weiß aber auch nicht, wie viel der Gormagala damals gekostet hat. Es ist eigentlich, glaube ich, immer so, dass diese Drachenältesten etwas mehr kosten als die normalen Monster. Eventuell sind sie dann auch ein bisschen aufwendiger gemacht. Demnächst kommt die Nergigante-Statue heraus, Ende des Monats, und dann kann ich natürlich einen besseren Vergleich ziehen zwischen einer Tigi-Statue und eben der Nergi-Statue, die auf 50 Euro teurer ist. Das wird dann auf jeden Fall nochmal interessant werden. Wenn ich jetzt die Gormagala-Statue kaufen möchte, kostet die, glaube ich, zwischen 400 oder 500 Euro. Das ist auf jeden Fall verdammt heftig. Ich denke, diese Statue ist stark im Preis gestiegen, denn man kann sie nicht mehr wirklich neu kaufen. Und wenn man sie eben neu kauft, zahlt man diesen also wirklich sehr hohen Preis, weil diese Statuen werden meiner Meinung nach immer nicht wirklich limitiert, aber es gibt so eine Produktionsreihe von diesen Statuen. Da sind eben dann 5.000 oder 10.000 Stück produziert, sind eben die verkauft, wird nichts Neues mehr hergestellt, dadurch in Anführungszeichen limitiert, und deswegen wachsen die im Endeffekt beim Preis, wenn diese Modelle ausverkauft werden. Teilweise kommen dann nachträglich nochmal das gleiche Modell raus, man merkt dann aber einen Unterschied, ob man das alte oder neue Modell hat, anderes Material, andere Farben und so weiter, denn so eine Tigrex-Statue gab es auch schon mal früher, aber man sieht da einen Unterschied. Das war's eigentlich soweit. Würde mich natürlich über einen fetten Daumen freuen. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch verbessern würdet bei diesem Video, ob ich eine bessere Perspektive machen sollte, etc. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Rückmeldung ist da wichtig, denn wie gesagt, das ist das erste Video. Wer natürlich mehr sehen möchte, kann wie immer gerne zum Monster Hunter auf meinem Kanal vorbeischauen. Würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.